Hall of Heroes, Cornelius Slate, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Tja. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Ja, und ich mache eine kurze Aufnahmepause. Also, bis gleich, Leute. Genau, suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Also, bis gleich, Leute. Tschüss. Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Ja, schön. Danke, dass du es nochmal wiederholt hast. Also, für mich eine neue Aufnahme jetzt. Und da liegt ein Toter, den müssen wir natürlich gleich looten. Salz sind voll, das ist schön. Suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Ja. Gut. Gucken wir mal durch, was da so Schönes gibt. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Ich habe mein Snipergewehr und mein... Ah, ein Salz auffüllen, okay. Warum blinkt das da so? Ich glaube, das ist nicht gut. Hi. Ein Verkaufsautomat. Schön. Was gibt's hier? Krähenfallen, Hilfen. Ja, komm, das kaufen wir uns jetzt mal. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähen fallen werden. Ja, das ist ja schön. Dann sollten wir die Krähen vielleicht auch mal verwenden. Wo waren die denn? Hier waren die Killerkrähen. So, jetzt haben wir Killerkrähen und das Ding. Ja. Schauen wir mal, bleiben wir mal dabei. So, da blinkt's. Ich gehe da noch nicht rein. Was mal hier? Schreibtisch durchsuchen. Ja, natürlich. Ach, da ist auch... Oh, da ist auch ein Verkaufsladen. Das ist ja schön. Hey, ho! Schadensboost. Ah, schön. Jetzt können wir hier... Moment, was haben wir da? Was habe ich denn jetzt mit? Das Ding habe ich, glaube ich, mit. Nee, Karabiner habe ich nicht mit. Schadensboost vom Panzerfaust brauche ich auch nicht. Ja, komm. Schadensboost für Karabiner kaufen wir. Schadensboost 1. Erhöht Karabinerschaden um 25%. Das ist schön. Gut. Jetzt müsste ich nur den wieder mal finden. Ja, komm. Still. Ich habe hier... Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Da ist er. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Ja, der hat sich jetzt glamourös selbst getötet, weil, wir ihn beherrscht haben mit der Beherrschungsfähigkeit. Und den haben wir den Kopf einfach weggeschossen. Das tut mir furchtbar leid, aber musste leider sein. Ich weiß nicht, warum, dass die da reingekommen sind, aber war offensichtlich trotzdem so. So, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte Salz auffüllen. Bitte einmal Salz, danke. Gut, dann gucken wir eben hier rein. Vater Comstock. Wow. Hier mit der Beleuchtung da oben. Richtig episch. Eine große Halle. Moment. Da ist was. Unser Prophet Vater Comstock. Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Oh oh. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Das ist jetzt nicht so toll. Moment, einmal kurz. So. Achso, der gehört eh zu mir. Schön, dass sich die alle selber töten. Ja. Das ging jetzt einfach. Siehst du, du bist ein Killerbooker. Gib uns das Schockjockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking.
Na toll, okay, also er will offensichtlich, dass wir seine Männer töten, damit sie einen ehrenvollen Tod sterben. Das ist ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, gut, wir gucken mal da rein. Oh, Cornelius Slate, das war wohl mal Soldat des Orients, okay. Oh, ah, Salze, ja, nehmen wir mit, sehr schön. Die Pistole wäre da wieder, ich weiß nicht, ob ich... sollten wir statt dem Scharfschützengewehr, ich glaube, ich nehme da wieder die Pistole statt dem Scharfschützengewehr. Weil ich bin kein so ein Freund von Scharfschützengewehr, ihr wisst, wie das ist. So, Radio. Läuft nichts Interessantes, gut. So, das ist schön. Was haben wir da Tolles? Überall diese lustigen Apparate. Ich glaube, dass wir dann mit der Schock-Jockey-Fee, das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, und mit der können wir dann die Dinger wieder aktivieren, könnte ich mir vorstellen. Würde ja voll Sinn machen und so. Ah, sehr schön. Hier so ein Wechseldings. So. Wechseldings, komm her. So, einmal maximal Gesundheit. So, Gesundheit ist jetzt auf Max-Level. Sehr schön. Das nächste, was machen wir als nächstes? Die Salze, oder? Ah, sehr schön. Ein paar Lockpicks, die brauchen wir. Sollen wir als nächstes die Salze erhöhen? Ah, das ist so schwierig. Salze oder Schild? Naja, ich glaube eher die Salze. Und das Schild machen wir dann zum Schluss. Hätte ich gesagt. So, da ist die eine Waffe, die ich runtergeworfen habe. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. So, schnell, lauf! Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen. Das ist so lieb. Es ist nicht immer das Richtige da. So. Ah, hier. Comstock, der Prophet ist born. Toll, hier ist so eine Geschichte, aber ich kann das, ich will das jetzt nicht alles übersetzen. Gut, das ist eh immer das gleiche. Alter, muss ich jetzt. Okay. Moment. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, das ist so, das ist das Zeug. Nur Munition brauchen wir alles nicht. Okay. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Okay. Ach, ey. Ich bin irgendwie, Moment, ich muss da nochmal raus. Ach ja, da können wir ja. Ja, ist jetzt eine gute Frage. Ist hier richtig oder? Moment, ich laufe nochmal kurz raus. Das ist mir zu viel hier. Ja, wir haben da draußen auch noch ein paar. The Boxer Rebellion, da geht's nicht weiter. Da liegt wieder ein Toter, das ist nicht so schön. Aber wenn er schon da liegt, können wir ihm auch looten. Oh, irgendwo lag ein Geldbeutel. Gut, den nehmen wir schon mit. Und was haben wir da? Ah, hier wieder das Ding. Das hätte ich sogar mit, ne? Präzisionsboost. Aber da habe ich nicht genug Geld. Magazinvergrößerung. Okay. Und da kamen wir rein. Okay. Ja, gut, gehen wir da rein. Ist egal. In das andere laufen wir dann auch noch rein. Schön, dass sie so vorläuft. Das finde ich super. Der Held von Wounded Knee. Vom verwundeten Knie. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Der kann sogar reimen, das ist ja schön. So. Gibt's da sonst noch was? Es ist echt cool gemacht, hier so eine Ausstellung. Oh, dö. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Was? Ich war da dabei? Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, oh, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. So, gut, der eine gehört jetzt zu uns. Das ist schön. Wo ist da? Irgendwo ist da eine Leiche. Ach, da liegt eine Leiche. So, komm her. Ruhm und Ehre. Ich laufe dir entgegen und loote dich im freien Fall. Oder so. Da ist ein Mülleimer. Natürlich looten. Wo ist der schon? Oh, guck mal. Zack. Tja. Ist natürlich doof.
So, da sind ein paar Salze, die nehmen wir mit. Da, da auch noch. Doch, doch, schon. Okay, so, oder? Ah, wie viel sind denn das noch? Das ist jetzt schon fast ein bisschen viel, ne? Hab ich vor. Irgendwo ist noch einer. Ach, da ist noch einer. Wo ist eine? Ach, ey, Krähen. Krähen mag ich ja nicht so gern. Da geht, nehmen wir lieber das da. So. Komm her, Krähe. Oh. Vielleicht sollten wir hier den Finisher machen. Ist sie weg? Nee. Sehen Sie, Mist. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Okay. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Heieiei, okay, okay. So, wir haben hier jetzt die Kampfkrähen. Das ist natürlich die Frage, ob hier... Ach, da drüben waren wir auch noch nicht. Gehen wir da mal kurz rein. Oh, da ist einer. Hi. Ciao. Es tut mir sehr leid. Aber du bist mir leider im Weg gegangen. Sorry. Eine neue Ausrüstung. Was haben wir denn da Schönes? Ja, Ausrüstung ist Spezialkleidung. Das weiß ich. Witzig, dass das immer nach jedem Laden neu dasteht. So. Mantel der Leiden. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Ja, nee, danke. Mach ich zu selten. Was haben wir da? Panzerfaust. Sieht doch nicht aus wie eine Panzerfaust, oder? Nee, aber die nehme ich nicht. Komm, die will ich nicht. So, leer. Okay. Oh, oh. Indianer. Jetzt ist ganz still auf einmal. Das ist schon fast... Was ist das? Oh. Ach, der hat hier einen Skalp runtergeschnitten. Eieiei, das ist eine ganz seltsame... Ganz, ganz seltsame Art, Trophäen zu nehmen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber gut. So. Okay. Dann geht's weiter hier in die andere Ausstellung. Die ist dann wohl da. Ah, guck mal, da läuft schon einer rum. Moment. Ich bin da. Oh, Munition, danke. Sehr schön. So. Na, wir helfen gut zusammen. Gefällt mir. So, also rein da. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking. Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Jetzt hat sich der auch selbst massakriert. Gut. Gut, gut. So. Schade, das macht nicht Gong, wenn ich da... Oh. Alter. Das war jetzt... Da habe ich mich sogar jetzt ein bisschen erschrocken. So. Sieht aber schon cool aus hier. Gut, das ist eher so ein bisschen... Weiß ich nicht, ne? So, komm, wir gehen zuerst hier rein. Nur für Angestellte. Das sieht irgendwie gleich aus wie der eine Raum drüben. Und auch wieder hier so eine Ausrüstung. So, Geisterposse. Beim Töten mit der Krähenfalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang geisterhafte Verbündete wird. Nö, danke, weil die Krähenfalle nehme ich auch zu selten. Ich sollte, glaube ich, die Krähenfalle öfter nehmen. Was haben wir da? Karabiner. Oh, Silberbahn. Das ist natürlich schön. So, Radio sagt nix. Witzig, dass hier einfach so ein Silberbahn rumliegt. So, gibt's hier sonst noch was? Nö, nicht wirklich. Okay. Oh. Überraschung. Wollte ich eigentlich jetzt nicht so, aber ist halt passiert. Oh nein, die kämpfen alle gegen... gegen wem eigentlich? Das sieht richtig cool aus. Oh. Mit
Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. So schön gereimt hast du heute. Wow. Oh. Eieieiei. Okay, da oben ist die fliegende Stadt, Columbia. Schön. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Ein Soldat tot! Oh, oh. Was passiert jetzt hier? Ah, hi. Ja, ja, kriegen wir schon hin. Ah, da oben ist auch einer. Ach so, ach da. Oh, ah, oh. Ich glaube, der ist eher gefährlich, oder? Ach so, Krähenfalle geht auch nicht. Naja, komm. Oh. Der war offensichtlich dann tot. Ah, schön, der hat den Dietrich dabei, glaube ich, oder sowas. Hi, Mädel. Warum nicht? So. Ja, ein bisschen Blut muss sein, ja, es gehört dazu. Das war eine gute Tat, Booker. Wie gern geschehen. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was zur Rotunde? Okay. Müssen wir schauen. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. So. Oh, das ist eine Mauer. Richtig fies wäre, wenn jetzt hier irgendwo zwischendrin Dinge versteckt wären. Zwischen den Scharen der chinesischen Angreifer. Was? Moment. Oh, also, da liegt ein Präzisionsgewehr. Jetzt dachte ich mir schon. So. Gut, aber scheint sonst jetzt nichts wirklich mehr da zu sein. Die Flammen sehen so cool aus. Hier oben, hier, die hier raus, am rausschwobeln sind. Naja, gut, dann also raus wieder und weiter in einen neuen Raum quasi. Schauen wir mal. Ist da vielleicht irgendwas zwischendrin versteckt? Nö. So, speichern. Da vielleicht? Man muss ja immer aufpassen, wenn nicht, dass ich Gesundheits-Upgrades oder so verpasse. Das möchte ich nicht. Oh nein, Flammen! Guck mal! Ich stehe in Flammen! Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Boah, Gott sei Dank, jetzt dachte ich mir schon. Sind wir da? Oh, ein Lockpick. Ja, der ist wichtig. Oh. Ah, jetzt habe ich doch die Krähenfalle mal. Krähen! Ja, sehr schön. Ding, 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 ding. Leiche durchsucht, okay. Moment, ist da dahinter was? Nee. Was mit den Krähen? Bleiben die hier, oder was? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Ah ja, da können wir jetzt rein. Okay. Oh, wow. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Komm, ein bisschen Nahkampf. Nahkampf, Action. So, sehr schön. Warum sind die Krähen jetzt alle immer noch hier? Es ist irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ist das so? Die Gedenkstätte für unsere Lady, okay. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat.
Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Ja, aber so funktioniert das nun mal in so quasi Diktaturen ähnlichen Geschichten.